Zum Staffelstart zieht Ashton alle Register. Da bleibt selbst Ellen DeGeneres die Luft weg. Ich mache von nun an alles nackt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich meine, wirklich? Ja. Ja, was ich von jetzt an mache, mache ich nackt. Oh ja, Ashton weiß, wie er sein Talent zum Einsatz bringt. Ich mache gern Sachen, die unterhalten. Lustige Dinge, etwas, bei dem sich die Leute amüsieren können am Freitagabend. Gnadenloser Humor, genau das haben die Produzenten von Two and a Half Men gesucht. Die Fußstapfen von Sheen sind gigantisch. Ich habe einen neuen Charakter in der Sendung. Ich spiele nicht Charlie, ich ersetze Charlie nicht. Mein Charakter ist wirklich ein neuer Charakter. Ashton spielt den Internetmillionär Walden. Der wurde von seiner Frau abserviert und sucht ein neues Zuhause. Und so ein Zufall, gerade ist ein Haus frei, denn der arme Charlie Harper ist gestorben. Ich habe mein Bestes getan und dann bringen sie mich um. Mit einem Zug, aber so hört es auf. Doch kann Ashton die Zuschauer genauso fesseln? Sheen hatte zwei große Vorteile. Erstens, keinem nimmt man die Rolle ab wie ihm. Er spielte sich in der Sitcom quasi selbst. Einen Party-Playboy, der ständig die Frauen wechselt. Und zweitens, jeder der Millionen Fans wäre gerne ein bisschen wie Charlie, oder? What are you watching? Was schaust du an? Ein Softporno. Der Ton ist nicht an. Ich muss sie ja nicht hören. Seine Sprüche sind legendär. Tja, Charlie kennt sich halt aus mit Comedy. Sorry, lieber Ashton, du hast definitiv Humor. Aber keinem nimmt man Charlie Sheens schrägen Witz so ab wie ihm selbst. Er ist halt Kult und nicht zu toppen. Runde 1 geht an Sheen. Ring frei für Runde 2. Image. Dreimal geschieden, Gefängnisaufenthalte und unzählige Affären mit Pornostars. Ja, so mancher dreckige Skandal ist doch super. Bringt schließlich jede Menge Publicity. Und da war Charlie immer schon ganz vorne mit dabei. Frauen, Drogen, Autos, Spielzeuge. Gib einem hyperaktiven Jungen einfach all das und dazu noch eine Menge Ruhm. Und geh besser einen Schritt zurück, denn es wird verrückt werden. Stand back, because things are gonna get weird. Das war auch lange wirklich unterhaltsam, bis es im Frühjahr zu verrückt wird. Die irren Auftritte ruinieren sein Image. Kutcher ist im Vergleich dazu der reinste Klosterbruder. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte um Affären, doch keine Beweise. Ashton ist jetzt schon seit 6 Jahren mit Demi Moore verheiratet, macht ganz brav einen auf Familiendaddy. Ich reise eigentlich immer mit meiner Frau. Wir möchten immer zusammen sein. Ja, mit Skandalen kann Ashton weniger dienen. Doch wie er Aufsehen erregt, das weiß er sehr genau. Zum Beispiel mit skurrilen Schnappschüssen. Mittlerweile hat Kutcher über 7,5 Millionen Twitter-Follower und dokumentiert offenherzig sein Privatleben. Jeden Tag suche ich mir ein anderes Land aus, von dem ich mir die Twitter-Seiten von 50 Menschen anschaue und lese, was die posten. Das ist mal positive Werbung in eigener Sache. Tja, und es scheint, als ob sich Charlie da was abgeschaut hat. Sheen begibt sich auf Kuschelkurs. Gerade erst tauchen Fotos vom braven Geburtstagsessen mit einer Ex-Frau und den Zwillingen auf. Und selbst für seinen Gegner Ashton gibt's nur Lob. Ich bin ein Fan von ihm. Ashton ist total talentiert. Er hat diesen Filmstar-Look. Er ist ein großartiger Vater. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Charlie wird vernünftig? Die Kehrtwende kommt etwas spät. Für Millionen Fans war das einfach zu heftig. Die Skandale haben ihm die Rolle seines Lebens gekostet. Ziemlich bitter. Diese Runde geht an Ashton. Der 33-Jährige hat ohne Negativschlagzeilen jede Menge Publicity. Es herrscht Gleichstand. Los geht's in die letzte und alles entscheidende Runde. Karriere. Kutcher kommt nicht gerade als Star zur Welt. Ashton wächst mit Bruder Michael wohlbehütet in Iowa auf. Hollywood ist noch meilenweit entfernt. Kutcher hat dafür blutige Nebenjobs. Vorsicht, Charlie, dieser Kerl ist hart im Nehmen. Ich habe eine Weile Hirsche gehäutet. Das war mein Job. Mit Anfang 20 verändert sich sein Leben mit einem Schlag. Ashton wird Model. Ich war auf dem College und ein Talentsucher sagte mir, du musst ins Model-Business. Mary walked up to me and said, you need to do this.
Mit der Comedy-Serie Die wilden 70er schafft er dann 1998 den Sprung nach Hollywood. Jetzt hat er mit seiner Rolle in Two and a Half Men den Jackpot geknackt. Ich war mit einem Freund essen und habe ihm gesagt, wenn ich den Job angeboten kriege, zögere ich keine Sekunde. Und zwei Wochen später riefen sie mich an. Boah, Charlie, ein kleiner Junge aus Iowa schnappt dir die Rolle deines Lebens weg? Dabei standen dir doch alle Türen offen. Vater Martin Sheen war ein Hollywood-Star und der Türöffner in die Filmindustrie. Ich konnte mich ohne richtigen Schulabschluss ja nirgendwo bewerben, also habe ich mich für einen Idiotenberuf entschieden, Schauspieler. Mit 21 schafft Sheen im Kriegsepos Platoon seinen Durchbruch. Ein Jahr später glänzt er in Wall Street. Und 2003 schafft er es mit Two and a Half Men auf unglaubliche 1,25 Millionen Dollar Gage pro Folge. Doch im März diesen Jahres wird Charlie gefeuert. Den Produzenten werden seine Skandale zu viel. Es ist Zeit, nach vorn zu schauen. Und es ist jetzt ein guter Abschluss. Trotzdem ein herber Schlag für Charlie. Die Runde geht an Kutscher. Ashton hat sich langsam aber stetig an die Spitze gekämpft, hat jetzt Sheens Job und streicht eine Gage von $700.000 pro Episode ein. Zwei Runden gehen an Ashton. Charlie punktet nur beim Humor. Wir hoffen trotzdem, dass der 46-Jährige sich nicht geschlagen gibt. Nächsten Montag, wenn Two and a Half Men mit Ashton gegen Charlies Comedy-Show läuft, kann Sheen beweisen, mit mir ist immer noch zu rechnen. Wir würden es ihm gönnen. Ups, winning.